Ja, und da sind wir auch schon wieder. Nächstes Let's Play zu Pathfinder Kingmaker. Die vier Troller, die haben uns ganz schön wehgetan, muss ich sagen. Aber wir haben sie gepackt, irgendwie. Hier liegen auch Leichen rum. Diese Banditen wurden offenbar von einer Falle getötet. Fallen sind sehr schlecht. Müssen mal gucken, wie groß das Gebiet ist. Geht einigermaßen. Müssen wir jetzt natürlich aufpassen, dass wir in keine Falle dapsen. Ach, das ist der nächste Troll. Das wird bestimmt nicht nur einer sein. Oh, der ist ja fast tot. Ups. Was ist dann los? Könnt ihr den mal. Haben wir denn da? Ein Bastardschwert einhändig und aber magisch. Okay, da müssen wir natürlich erstmal rasten gehen. Das habe ich natürlich gar nicht gesehen. Können wir hier irgendwo rasten? Ich hoffe. Weil der muss ja wieder voll werden, der junge Mann. Der hat ja gar nichts mehr erleben. Gar nichts. Natürlich kommt da irgendein Riesenvieh angedüst. Aber das mag bestimmt kein Feuer. Das sieht so baummäßig aus. Ein Baumhirte, jawohl. Natürlich keinerlei Heals mehr. Eieiei. Das ist natürlich immer ungünstig, wenn dann solche Gegner kommen. Es ist dann natürlich nicht sehr zielbringend. Eieieiei. Muss bestimmt auch wieder mit Feuer eliminiert werden, oder? Jawohl. Dachte ich mir doch. Ich glaube, wir gehen mal kurz raus und rasten dann. Weil das wird hier irgendwie nichts. Hier kriegen wir nur Gäste. Und dort. Es bringt ja nichts. So. Kommen wir hier mal die Kapsel an. Sollte dann besser. Sollte besser laufen. Nein! Ach, kommt schon, Leute, ehrlich. Eieieiei. Zum Glück können die Banditen nichts. Können wir jetzt mal rasten? Ohne dass da irgendwas dazwischen kommt. Es ist doch nicht normal.
Sind schon drei Fights wieder, ne? Hintereinander. So viel Pech kann man gar nicht haben. Jetzt bin ich schon extra rausgegangen. Trotzdem kriegen wir Down auf die Mütze. Besser. Eieiei. Ja, wirklich voll sind wir noch nicht, ne? Müssen wir wieder die Heals verballern, dass sie mal wieder voll werden hier. This is my path. I will not falter. I stand ready. So, speichern. Dann wieder rasten. Sonst haben wir ja die Casts ja nicht mehr für die nächsten Trolle. Die Heals vor allem. Die wir brauchen werden. Sieht gut aus. So. Jetzt aber. Aus hier. Wir haben eh keinen Loot dabei, der sich lohnt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das kostet nur Gewicht. Und wieder rein. Okay. Speichern. Nicht vergessen. Jetzt machen wir den ganzen Kladderadatsch da draußen nochmal. Und hier war der nächste Troll gestanden. Bei uns. Also, wir wissen jetzt, und wir heben uns die Dinge auch auf. Säure gegen diese Brandbefleckten und normales Feuer gegen die Standardtrolle, also gegen den da. Einmal den Segen, bitte. Danke. So, Troll. Wieder die drei. Eieiei. So. Das macht natürlich nur denen was, die auch wirklich. Also dem Gebrandmarkt macht das gar nichts. Aber das macht nichts. Aber denen macht's Schaden, das ist wichtig. Von daher rein da. Der kriegt schon wieder von zweien auf den Deckel. Das ist nicht gut. Was ist sie denn? 4 Sekunden braucht ihr noch zum Healen. Das macht eigentlich fast gar nichts, ne? Und der braucht den Feuer. Der Sänger. Der liegt auch schon, sehr gut. Nee, doch nicht. Ist ihn umgefallen? So, und der braucht den Säurepfeil. Weg da! Kein Problem. Keiner umgefallen diesmal. What's over there? Nah,
Eine Falle. Eine Falle. I tire of waiting. I stand ready. Aber wir werden trotzdem noch mal rasten dürfen. Das hat ja keinen Sinn. I managed it. Jetzt haben wir natürlich keine Heilzauber mehr. Aber wenn wir hier wieder rasten, dann geht das doch bestimmt wieder schief, ne? Wohl draußen war es ja auch nicht besser. Und da ist es wurscht wie Knoten, ne? Außen oder drin, kriegst immer eins aufs Dach. Und klappt. Sehr gut. Hilft ja nix. Spells sind alle. Let's go. Und voll ist er auch wieder. Gespeichert ist auch schon wieder. Richtig. Perfekt. Machen wir mal die Fallen weg, nicht, dass wir da... Ich glaube, der Zwerg muss dann da alleine hingehen, dass nur er in die Luft fliegt. Oh Mann. I'm not touching that. Doch, machst du. I don't need anyone's sympathy. Dann ist das nicht so schlimm, wenn er in die Luft fliegt. Eieiei. Oh, das war aber auch knapp. Er soll da alleine hin. Er soll auf die Mütze kriegen, wenn. Gelingt es nicht. Okay. Schon viele. Was ist das denn? Spinnen? War herbeigezaubert. Oh, die wollen bestimmt Hilfe haben. Banditen. Oh mein Gott. Und das sollen wir machen? Die können sich alleine kloppen, ey. Gehen alle mal auf den Gebrandmarkten als erstes. Okay, der macht auch die Trolle platt. Das ist gut. Säure, also der ist noch gar nicht tot da. Aber den können wir schon mal killen, der liegt schon. So, wer liegt noch? Ach, jetzt greifen die mich an. Oh, das ist aber nicht nett. Wer steht denn da alleine? Zilki. Ach, na toll. Sind natürlich beide Heiler tot. Sehr schlau. Nicht tot, aber umgefallen. Muss jetzt halt mein Zauberer rocken, ne? Muss er jetzt rocken hier? Haben wir noch Heiltränke oder sind die auch schon alle leer? Alles leer, Mist. Alles weg. Bringt nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Und der Rest. Oh, die stehen da hinten rum. Ihn. Oh,
calculated risk. This will hurt! Ob das weg? Okay. Zauber lebt noch, das ist am wichtigsten. Brandmarkter Troll. Säure. Wer ist noch gebrandmarkt, der da? I'll need to review this spell later. Das hat jetzt nicht geklappt, irgendwie. Wahrscheinlich, weil der gerade wieder aufgestanden ist. Der ist jetzt weg. Jetzt müssten alle weg sein. Mann. Ja, jetzt sind die natürlich wieder Schwelle des Todes Geschichte. Es tat jetzt aber auch weh. Banditenanführer. Wir hatten ein paar schöne Sachen dabei. So, jetzt heißt es eh erstmal wieder speichern und rasten. Obwohl der speichert. Speichert ja sowieso bei der Rast. Aber auch erst danach, ne? Junge, hier kommt's ja kaum vorwärts. Hier geht's ab. Aber theoretisch müssen wir jetzt eh bald. Naja, jetzt bleiben wir erstmal hier. Jetzt sind wir da. Na klar. Momentan ist das. Ja, da fällt sie schon wieder um. Forgive me for this failure. Out of my way. Kannst du eigentlich direkt wieder anladen? Es gibt manchmal Sachen. Da bist du machtlos gegen. Weil vor allen Dingen gegen drei Trolle und du kannst vergessen. Die kommen jetzt auf mich drauf. Kann man gerade wieder anladen. So schnell wie die umfallen, wenn die da so halb tot sind, ist sinnfrei. Ich muss mal gucken, ob ich die noch vorher hochheilen kann, bevor ich raste. Da habe ich nicht dran gedacht, muss ich ehrlich sagen. Weil die konnten, die kamen ja gar nicht zum Heilen, die sind ja direkt umgefallen. I stand ready. Heilen wir uns erstmal schön hoch. Und dann auf ein neues. Mit der Rast. So. Dann sind sie nicht gleich tot, alle. Wenn es wieder zum Fetzerei kommt. Weil es wiederkommt. Es ist Wahnsinn. Und wieder hat Silky beide zwei auf sich drauf. Silky muss da direkt in die Ecke. Er fällt erstmal direkt um der Not aus. Das ist natürlich sehr schlecht, weil noch ein Vierter kam. Mist. Notausstand da auch sehr schlecht, muss ich sagen. Erstmal K.O. Alpha Wolf. Ich glaube, ein Heal hat sie noch. Eieiei. So. Ich befürchte, dass wir wieder raus müssen, weil Dauerkämpfe hier drin kommen. Es wird einfach nicht besser. Wohl eben hat es ja auch funktioniert. Warum so? So viele Mobs kommen, das ist Wahnsinn. Ne, wieder.
Wieder stehen die Nahkämpfer hinten und die Fernkämpfer vorne. Und nicht alle diesmal. Aber die sind nicht so schwer, glaube ich. Zack, und der Paladin ist schon wieder tot. Eben gerade gesagt, die sind leicht. Okay, wir gehen wieder raus. Das hat keinen Sinn. Ich glaube, wir haben in diesem Let's Play mehr Kämpfe gemacht als in den letzten 4 oder 5. Der Wahnsinn. So, wir gehen hier wieder raus. Das hat keinen Sinn. Die lassen mich einfach nicht schlafen. Letzter Versuch noch und dann gehen wir wieder raus. Übel. Jetzt haben wir schon wieder 3 an der Schwelle des Todes. Nee, das ist... Ach du liebes Leschen, du ahnst es nicht. Ah. Die ist ganz tot. Okay. Kein Sinn. Wir müssen raus. Schwelle des Todes und dann nochmal komplett umkippen, dann ist vorbei. Also gehen wir erstmal wieder zurück. Eieiei. Heftig, heftig, General. Ich habe halt immer noch nicht die vollen Genesungszauber. Ich habe immer noch nur diesen teilweisen, glaube ich. Warte mal. Was ist mein Zauberbuch da? Ich habe sogar einen Platz mehr bei Stufe 1 inzwischen. Habe ich gesehen. Wir gucken mal. Mittelschwere Wunden heilen. Die bringen auch nicht wirklich was, habe ich das Gefühl, ne? Wo du denkst so, hä, 10 Trefferpunkte bei einem Krieger, das ist ein Witz. Die 3 habe ich noch nicht drin. Gut beleben. Fluch brechen, Blindheit, Krankheit kurieren, Schutz. Gebet, schwere Wunden heilen. Schwere Wunden heilen. Guck mal da, so langsam wird's doch. Tiefschlaf ist wahrscheinlich der einzige. Jawohl. Wie sieht's denn bei... Oh! Der ist ganz weg? Ups. Ihm aus. Passt noch alles. Den hat's auch schon komplett zerschossen, den Wolf. Naja, jetzt gehen wir erstmal zurück. Und vor allen Dingen halt... Upsa, was ist das denn hier? Ja, damit. Da habe ich doch echt was übersehen. Wir haben es ja Gott sei Dank nicht so weit. Gehen einfach mal so rum. Oh, war vielleicht nicht auch nicht so gut. Doch, hier müssen wir rumkommen. Na gut. So, Rinder. Direkt erstmal in die Taverne. Nein! Nicht Taverne. Quatsch. Wir können doch oben im Zimmer schlafen, dass das wieder heilt.
Taverne wollte ich doch gar nicht. Unsal. Wir können irgendwelche Fähigkeiten freischalten, da muss ich gleich mal gucken. Brief. Brief aus Brevoy. Redero sendet ein Paladin und Mentor des Ordens. Ey, in Ruhe, sie ist in euer Land gekommen, okay? Ich muss erstmal ins Schlafzimmer. Ich hoffe, das belebt sozusagen den Wolf auch wieder. Gucken gerade mal, ob der wieder lebt. Sehe ich das überhaupt? Ja, der scheint wieder da zu sein, oder? Ja, sieht gut aus. Okay. Was haben wir denn Neues gekriegt? Waffentechnisch hier. Langspeer, Bastardschwert, Bastardschwert, Meisterstück. Was hat ein R für 1? Langschwert 2 bis 11, das bringt genauso viel. Das Bastardschwert ist Hieb, Verbesserung 4 bis 13, 2 bis 11. Exotische Umgangsgruppe, das kann der eh nicht benutzen. Wer ist das eigentlich? Achso, das ist ein... Okay, haben wir irgendwas rüstungstechnisch bekommen für ihn? Das kann er gar nicht tragen. Schwerer Schild? Das nicht? Not my field of expertise. Okay, lass uns mal die Info angucken, was da fehlt. Kann der noch keine schweren Schilde tragen? Doch, kann der eigentlich. Okay, das ist seltsam. Ritterrüstung 9. Zilki vielleicht? Was hat er denn an? Plattenpanzer. Ja. Zack, Ritterrüstung. Beschlagenes Leder plus 2. Was hat sie an? 5 Rüstungsklasse. 5. Ein schweres Schildthema mal auf. Warum kann der das denn nicht tragen? Ja, also. Kann von diesem Charakter. Ja, ich meine, hier, der kann ja eigentlich schwere Schilde tragen. Aber er kann es nicht ausrüsten. Warum weiß ich jetzt nicht? Vielleicht brauche ich da irgendwie. Sind immer noch Konsti-Schaden hier, ne? Da müssen wir mit Genesungsdingern ran. Habe ich noch Genesungstränke? Teilweise Genesung, ja. Okay. Oh, ich überziehe schon wieder. Kann ich denn jetzt... Nee, das konnte ich hier auf der Karte, glaube ich, sehen. Warte mal. Weil hier ist nämlich Ausrufezeichen, dass man irgendwas... Zweite Eigenschaft freischalten und so ein Kram. Ich gucke mir das gerade mal an. Du hast keinen Ratgeber, dieses mysteriöses Unkraut. Ja, tut mir leid. Ich kann nicht alles machen. Erfolg! Buchhändler, Handelssteuern, sehr gut. Erfolg, jawohl. Vollsichtung. Unsere Speer haben die Gegenwart von Monstern bestätigt. Die örtliche Miliz hat die Bedrohung erfolgreich eliminiert. Sehr gut. Steuerprobleme. Besucher hat den Baron getroffen. Erfolg. Hat er? Kästen möchte über die Lage in der Nahenmark neue Trollsichtung. Oh je. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wahnsinn. Brief für den Herrscher.
Archiv gesendet. Ach ja, stimmt, da war was. So. Wie kann ich jetzt... Wie Punkte habe ich denn überhaupt? Ich glaube, das machen wir nächstes Mal. Ereignisse, Angriffe der Trolle. Schau wieder. Trollbanden wüten in der Region. Jemand muss sie aufhalten. Die Leute scheinen eher verängstigt, dass fehlen lebendige Geschichte. Den Tempel des Elchs wiederbeleben sollte er. Okay, wo ist das? Der da? Projektkosten 100 BP. Ich sehe gar nicht, wie viel ich habe. Da hinten, 157. Göttlich plus 2. Handelsabkommen mit Sotova. Okay, das können wir eh noch nicht leisten. Kann das sein, dass der andere da schon dran ist an dem Wiederbeleben-Ding? Konnte ich eh nicht auswählen. Was das hier bringt? Die Gegend der Baronie gilt als Brutstätte für Banditen, Raufbold und Halsabschneider. Vielleicht sollte der Ratgeber den Gerüchten ein Ende machen und den Leuten versichern, dass die Wache sie beschützen kann. Mach. Geheimnisvoller Kult. Doch, ich kann ihn doch nehmen. Wirklich plus 6. Erfolgschance 70%. Mach. Feenmagie. Haben wir da noch einen? Nee, ne? Sind alle unterwegs dann. Rangaufstieg. Unterstützung. Wirtschaft. Ach so. Hier. Andere Regionen. Ratgeber. Hab ja alle drin. Karte. Grimhausen. Wir haben hier keine BP-Punkte mehr, um was aufzupäppeln hier. Aber, liebe Leute, das sehen wir dann im nächsten Let's Play, wie es weitergeht. Ich muss mal gucken. BP kaufen? Wie kann man die denn kaufen? Gegen Gold? Ach was. Ah ja. Okay. Nein. Ernsthaft. Danke erstmal wieder fürs Einschalten. Wir haben schon wieder ein bisschen überzogen, wie immer halt. Ich schaff das nicht. Wenn ihr Lust habt, gern beim nächsten Mal. Gucken wir mal, dass wir da weiterkommen da unten. Wegen den Trollen. Weil wir müssen ja Richtung Magier kommen. Um da mal ein Ende zu setzen. Dem Ganzen. Also ich sehe schon, wir haben noch sehr, sehr viel zu tun, wenn ich hier die ganzen Provinzen ansehe. Ich sag mal bis zum nächsten Let's Play Video von Pathfinder gegen Kingmaker. Macht's gut. Bis dann.